Detektor FM. Zurück zum Thema. Es ist Kunst, ja, und es kann auch weg. Der WDR-Intendant Tom Buro hat das Londoner Auktionshaus Sotheby's damit beauftragt, die Kunstsammlung des Senders zu verkaufen. Auch andere Institute wie die Landesbank WestLB und das Westspielcasino in Nordrhein-Westfalen wollen ihren Kunstbesitz verkaufen oder haben es bereits schon getan. Beim WDR sollen nun insgesamt 600 Werke unter anderem von Emil Nolde, Ernst Ludwig Kirchner und Oskar Kokoschka versteigert werden. Durch den Erlös erhofft sich der Rundfunkrat, klaffende Lücken im Senderetat stopfen zu können. Kunstexperten kritisieren den Plan, der Verkauf schade nicht nur dem Image des Kunsthandels, sondern sei auch wirtschaftlich absurd. Grund genug, einmal mit einem renommierten Mitglied der deutschen Kunstlandschaft zu sprechen, dem Künstler und Kunsttheoretiker Bason Brock. Und jetzt ist er auch bei mir am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Brock. Hallo, ja. Der WDR plant mit dem Verkauf, die Lücken im Etat zu stopfen. Wie finden Sie das denn? Es ist absurd. Und ausgerechnet für einen Sender, der jahrzehntelang als linksliberal sich als moralische Autorität dargestellt hat. Heute Nachmittag habe ich gerade eben wieder gehört, als ich herkam, machen Sie schon wieder die Erfahrung einer schwarzen Afrikanerin mit dem Rassismus in den USA. Die wissen alles besser. Sie haben überall die überlegene, menschliche, linksliberale Gäste. Und wenn es auf sie ankommt, ist es genau derselbe Dreck wie überall. Dass, wenn das stimmen sollte, dass der Buro den Besitz des WDR verkloppen will, dann muss von allen Linksliberalen, allen Liberalen, allen Intellektuellen gegen den WDR entschieden vorgegangen werden. So etwas kann man sich nicht gefallen lassen von irgendwelchen dahergelaufenen Idioten, die plötzlich den dicken Maxen spielen als Direktor so einer Anstalt. Absurd geradezu. Bei Westspiel war es schon so, dass diese Herrschaften sich nicht schämen, die gesamte öffentliche Tätigkeit, die sie selbst jahrzehntelang für sich reklamiert haben, als das große Gewissen der Nation, die überall dabei waren, wenn es irgendwas zu kritisieren gab, machen den Dreck selber. Das ist so, ich habe noch nie etwas so Empörendes gehört, wie diese Mitteilung über den WDR, wenn sie denn stimmt. Warum ist denn diese Kunstsammlung für den WDR so wichtig, Ihrer Meinung nach? Das hat ja nichts mit wichtig und unwichtig zu tun. Da gibt es ja Gründe, warum die Dinge angeschafft worden sind, warum sie gekauft worden sind. Und sie sind nicht gekauft worden, damit eine öffentlich-rechtliche Anstalt am Kunstmarkt spekuliert. Das, was dieser Sender jahrzehntelang als niederträchtige Perversion der Kunst gegeißelt hat, stellen Sie nur die 70er Jahre, 80er Jahre vor, das betreibt er jetzt selber. Und der Generationenwechsel zu so einem wirklichen absurden Führer wie diesem Herrn Buro, dessen Karriere ja nun schon vorgezeichnet war im Hinblick auf Weichspülaktionen ohne Rückgrat, ohne Verstand, dass der da durchkommt, sich als, Entscheider derartig ohne vom Haus selber Kontra zu bekommen, sodass ein Aufstand der Redakteure entsteht gegen diese autokratische Unterwerfung unter Kunstmarktgebaren und das auch noch zu rechtfertigen mit dem Lückenstopfen. Als Sender, öffentlich-rechtliche Sender, die Milliarden schlucken an Zwangseinnahmen von jedem Haushalt und die dann solche Mätzchen machen, die sind nicht mehr ernst zu nehmen. Das ist jetzt ein verkommenster, schlimmer als jede Bank, die hat ja keinen Anspruch auf Aufklärung links, rechts, oben, unten, wie der WDR, aber verkommener als jeder Bankchef, der seine Spielchen auf dem Rücken der Allgemeinheit treibt. Widerwärtig, dieser Buro. Erklären Sie mal ganz... Ich werde alles dazu versuchen, herauszubringen, wie man diesen Mann jetzt zu Fall bringen kann und den WDR in seine hochgestochenen, großen, moralischen, integren Darstellung. Was haben die alles 20, 30, 40 Jahre lang behauptet über ihre eigene Position gegenüber den anderen, die nicht in der Lage waren zu durchschauen, was der Kapitalismus denn so treibt? Diese Luder, widerwärtig. Was hat das denn jetzt eigentlich für den deutschen Kunsthandel zu bedeuten? Also Sie sind ja sehr aufgebracht. Es hat gar nichts zu bedeuten, denn der Kunsthandel braucht keinerlei Beweihräucherung von außen. Das geschieht ja alles. Die ganze Kunst ist ruiniert. Sämtliche Sammlungen, alle kunstgeschichtlichen und sonstigen musealen Bemühungen sind ruiniert, weil diese Pflaumen wie der Buro nur noch ein einziges Kriterium für die Beurteilung von Kunst zulassen, nämlich Geld, Geld, Geld. Das ist alles, was sie wollen. Und wenn eine öffentlich-rechtliche Anstalt das mitmacht, was jeder Gauner aus dem Bankbereich als selbstverständlich ansieht, dann muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk abgeschafft werden. Von jetzt ab ist Kampf angesagt gegen diese anmaßliche Position.
Was hätten Sie denn gerne, was mit diesen Kunstwerken passiert? Weil bislang werden sie gelagert. Also hören Sie mal, wenn Redakteure, die ununterbrochen von Kunst und Kultur, von Literatur und Theater und jeden Mittag eine Kultursendung und jeden Mittag Geschleime nach ihren eigenen willkürlichen Vorgaben, wenn der nicht weiß, was die Kunst soll, ja, wer soll's denn? Die Redakteure, die dafür bestimmt sind, im öffentlichen Interesse die künstlerischen, wissenschaftlichen und kulturellen Angelegenheiten zu besprechen, die wissen plötzlich nicht, was Kunst in ihrem Büro soll oder Kunst auf ihrem Flur soll. Das ist ja lachhaft. Übrigens höher bezahlt als der Durchschnitt deutschen Professoren, die WDR-Redakteure. Seit 30 Jahren waren die höher bezahlt als der Durchschnitt deutschen Professoren, die also wirklich das oberste Gremium der Zensur, das heißt also hier des Urteils in öffentlicher Angelegenheit gewesen sind, dass die sich einem, wie Sie meinen, Verlust jeder Art von Möglichkeit der Bestimmung aussetzen. Sie wüssten gar nicht mehr, wozu die Kunst soll, außer zum Verkaufen ist sie zu nichts nütze. Vielleicht sollte man die Kunst auch an Museen stiften. Naja, das ist doch sowieso allen freigestellt, wenn sie irgendwas davon verstehen. Aber die verstehen weder was von der Wissenschaft, noch von der Kunst, noch von den Museen, noch von Sammlungsaufbau und schon gar nicht von öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten. Dann tun Sie mir den Gefallen und erklären Sie es mir bitte. Was soll ich Ihnen erklären? Was mit diesen Kunstsammlungen passieren soll? Ja, die ist doch angeschafft worden für den RWDR, damit sie im Hause WDR, in dem teilöffentlichen Bereich, in dem das Publikum auch kommt, und in die Arbeitsbereiche, in die Direkteure arbeiten, genau die Funktion erfüllt, die mit Kunst verbunden wird. Das können Sie so in unterschiedlicher Weise auslegen, aber die wichtigste von allen ist zum Beispiel zu sagen, es gibt eine Form der Tätigkeit von Menschen, die heißen Künstler und Wissenschaftler, und die legitimieren ihre Aussagen selbst. Die sind nicht vom Papst, nicht vom Markt, nicht vom Papa, nicht von der Zustimmung des Kanzlers oder eines blöden Herrn Buro abhängig, sondern das ist das Alleinstellungsmerkmal Westeuropas gewesen. Das gibt es in der ganzen Weltgeschichte nicht noch einmal, weder in China, obwohl das technisch hoch überlegen war im Mittelalter, noch sonst wo auf der Welt. Das ist Europa Alleinstellungsmerkmal, dass es Autoritäten durch Autorschaft gibt, nämlich diese einzelnen Individuen, diese Künstler und Wissenschaftler, wobei alle anderen sagen, ich als Angehöriger der Partei, ich als Delegierter, ich als Vertreter der Firma sage, aber er sagt es nie selbst. Das heißt, im Kunst- und Wissenschaftsbereich ist zum ersten Mal im 14. Jahrhundert entdeckt worden, dass Aussagen, hinter denen nur ein einzelnes Individuum steht, ein einzelner Mensch und sonst gar nichts, keine Markt, keine Macht, keine Armee, kein Volk, kein gar nichts, dass diese Aussagen grundlegend Interesse finden, weil sie eben anders formuliert werden als die Aussagen, ich als Vertreter der Partei, ich als Vertreter Delegierter, Gewählter, Approbierter. Das sind prinzipiell andere Aussagen. Das heißt, wenn Sie, wie Duro das offenbar verlangt, wenn Sie aufs Kommando eines noch so idiotischen Führers hören müssen, dann sind die Aussagen von vornherein nichts wert, außer dass Sie Kuschen verlangen, Unterwerfung verlangen. Künstler kuschen nicht, unterwerfen sich nicht, sondern die haben selber die Autorität, eine Aussage zu begründen. Ohne das Geld dahinter, ohne die Macht dahinter, ohne einen Führer oder so einen doofen Intendanten wie Herrn Buro. Es gibt Aussagen, die werden dadurch legitimiert, dass jemand sagt, dahinter steht eine Partei, dahinter steht der Hof, dahinter steht der Fürst, dahinter steht der Bundeskanzler, dahinter steht die Partei oder was auch immer. Und es gibt Aussagen, und das sind die von Künstlern und Wissenschaftlern, hinter denen keine Macht steht, die ihre Aussagen selbst so formulieren müssen, dass sie aus sich heraus interessant sind und nicht deswegen applaudiert werden, weil die Leute meinen, sie würden belohnt, wenn sie als Klack wirtschaften, und sie haben Angst, wegzugehen, würden dann bestraft werden. Und das sind die normalen Motive, weswegen Leute im Kulturbereich, in der Politik, in der Wirtschaft überhaupt zuhören, weil sie Belohnung wollen oder Angst vor Strafe haben. Das gibt es in der Kunst und Wissenschaft nicht. Deswegen sind diese Aussagen so wichtig. Die ganze Gesellschaft lebt von dem, was Künstler und Wissenschaftler geschaffen haben. Total. Jede Erfindung, jede Einführung in Medizin, Technologie, alles stammt von Künstlern und Wissenschaftlern. Und dann kommen diese Funktionärsheini wie Herr Buro, der ist schlimmer als die DDR. Sowas hat es in der DDR nie gegeben. Da hatten die Leute Respekt vor dem, was die Wissenschaftler und die Künstler machen. Auch wenn sie bestimmte Vorlagen dafür gemacht haben. Aber jedenfalls so etwas gemein, niederträchtig, hinterfotziges wie dieser Buro mit seiner Entscheidung. Immer vorausgesetzt, dass es wirklich stimmt, was Sie mir hier sagen. Alles, was heute die Welt bestimmt, ist in Europa entwickelt worden, unter dieser Prämisse, dass es Leute gibt, Wissenschaftler und Künstler, die frei sind, das zu machen und sich nicht binden müssen, nicht Vorwegzensur, nicht Selbstzensur, nicht Erwartung von Belohnung und Vermeidung von Strafen, wie das überall sonst der Fall ist. Duckmäuserei, Anpasserei, Kriecherei, Karriereidiotismen, sonst gar nichts. Das gibt es in der Wissenschaft der Kunst nicht.
aber gab es auch in der DDR. Was gab es in der DDR? Na, Unterdrückung, Vorgaben, wie man zu handhaben hat, gewisse Dinge. Das haben die auch bitter durch ihren Niedergang bezahlt. Denn dass die DDR, dass der ganze sozialistische Ostblock etc. niedergegangen ist, liegt ja gerade daran, dass die Funktionäre wie Buro die Oberhand bekamen, die von der Sache keine Ahnung haben, die keine Kenntnisse haben, nichts wissen und nichts können. Die kriegen von der Partei die Autorität, Leute zu ruinieren. Da stellen solche Lümmel herum und sagen, hören Sie mal, Herr Physiker, was Sie da erzählen, ist aber nicht in unserem Interesse, das lassen Sie gefälligst. Genau das ist es. Und die DDR ist heute die Bundesrepublik. Was solche Vorgänge wie WDR zeigen, ist, wie weitgehend die Bundesrepublik heute DDR geworden ist. Dass sich solche Leute wie Buro, solche Funktionärstypen, blasse Karrieristen der Dummheit, dass die sich anmaßen können, solche Entscheidungen zu treffen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.